Hallo Leute! In diesem Video geht es um deine Konzentrationsfähigkeit und um deine Sehstärke. Ich werde dir 10 verschiedene Bilder zeigen und dir jeweils 15 Sekunden Zeit lassen, eine bestimmte Auffälligkeit im Bild zu entdecken. Wenn du das gesuchte Objekt in jedem Bild entdeckst, kannst du dich wahnsinnig gut konzentrieren und hast sehr gute Augen. Außerdem kannst du in diesem Video wieder an der großen Weihnachtsverlosung teilnehmen. Es gibt noch einen Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro. Um dabei mitzumachen, musst du diesen Kanal sowie Wissensautomat und Humorautomat verfolgen und Buchstaben suchen, die wir in den Videos versteckt haben. Am Ende jeder Woche ergeben diese Buchstaben eine bestimmte Lösung. Diese Lösung musst du uns dann per E-Mail senden. Nähere Informationen findest du im angepinnten Kommentar unter diesem Video. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß! Nummer 1. Auf diesem Bild musst du das Haar finden. Hast du es gefunden? Hier ist es. Nummer 2. Unter diesen Minions hat sich SpongeBob versteckt. Kannst du ihn sehen? Und, gefunden? Da ist er. Nummer 3. Wo ist der linke Fuß? Hast du ihn entdeckt? Hier ist er. Nummer 4. Wo ist die Katze? Hast du sie gesehen? Hier ist sie. Nummer 5. Welche Raute unterscheidet sich? Und, gefunden? Diese Raute ist etwas kleiner als alle anderen. Nummer 6. Wo ist das vierblättrige Kleeblatt? Hast du es gesehen? Da ist es. Nummer 7. Welche Flagge weicht ab? Hast du sie gesehen? Hier ist sie. Nummer 8. Wo ist der Panda? Hast du ihn gefunden? Da ist er. Nummer 9. Welcher Würfel hat 7 Punkte auf einer Seite? Hast du ihn gesehen? Da ist er. Nummer 10. Auch hier hat sich ein Panda versteckt. Hast du ihn gefunden? Hier ist er. Das waren 10 Bilder, die ein hohes Konzentrationsvermögen verlangen. Wie viel hast du geschafft? Schreib es mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du mich unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.